Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem Odin war shoppen spezial, nenne ich es einfach mal wieder, weil es ist nur Hodi drin. Also da ist nichts anderes mit bei, nur Hodi-Zeug. Oder ich nenne es einfach Odin war shoppen Hodi, weil ich musste wieder bestellen. Ja, Tigger, die ganze Zeit kommt da nicht. Wenn ich Video mache, kommt er. Weil die hatten jetzt ein Angebot und die haben eine neue Sorte. Und da war ein geiles Angebot mit bei. Und da musste ich halt meinen monatlichen Einkauf vorverlegen. Also ich wollte eigentlich erst Ende des Monats bestellen, mir neuen Apfel bestellen, also Eistee-Apfel. Und die anderen Sorten jetzt erstmal alle machen. Jetzt habe ich halt gleich den Apfel bestellt, was ich sowieso brauche für nächsten Monat sozusagen. Und jetzt versuche ich halt das alles aufzubrauchen. Aus der letzten Bestellung, wo ich zweimal Apfel bestellt habe, ist einmal Apfel alle. Rote Weintraube zur Hälfte. Ja, und jetzt will ich halt das erstmal alles leer machen, dass ich halt nicht so viel angefangene Packungen drin habe. Da wird es auch dem nächsten Video geben zu den Sorten. Ich habe ja fast alle Sorten jetzt durch, außer Zitrone und das Mango-Dings habe ich nicht. Mit Vanille hatte ich ja in der Probierpackung. Aber Energy ist jetzt endlich. Muss mal gucken, wo es hier aufgeht. Ach so, rum. Nee. Doch. Energy haben sie mich jetzt endlich. Da haben sie so viele neue Sorten, aber eigentlich habe ich, also drei, vierer habe ich bis jetzt noch nicht getestet. Aber jetzt haben sie endlich die Sorte, die ich mir immer ersehnt habe. Und da ging es nicht anders. Da musste ich doch nochmal. Ich habe ja auch noch Shark eine Packung. Weil momentan trinke ich eher Eistee als Energy, muss ich dazu sagen. Ich trinke doch, ehrlich gesagt, viele fragen ja mal, wie ich mein Energy trinke. Ich trinke den einfach mit normalem, stillen Wasser. Kalt, mit Eiswürfeln oder einfach nur eiskaltes Wasser aus dem Kühlschrank. Und schmeckt mir eigentlich so ganz gut. Den neuen werde ich dann testen. Ich habe mir extra jetzt Mineralwasser nochmal gekauft, einmal Medium und einmal Normal, Classic, dass ich das halt auch testen kann mit Medium und mit Classic und dann einfach mit meinem stillen Wasser, was ich immer. Ich habe jetzt nämlich, da war nämlich ein Paket, da habe ich jetzt hier ein Hodi Handtuch, da muss ich wahrscheinlich so nochmal machen, das gibt es immer noch. Aber das Glas, was ich euch gleich zeigen werde, das gibt es nicht mehr. Leider. Oh, das ist aber cool. So, das ist ein Strandtuch. Nicht. Hm. Oh Gott. So, kann man es sehen? Da steht Hodi drauf. Und dann so lila so. Ich mach mal hier so ein Stück weiter. So. So, Sonnenuntergang in den Sümpfen, würde ich jetzt sagen. Ja, so am Rand von den Sümpfen, oder? Am Rand von den Sümpfen, oder vielleicht so, wo der Sumpf dann zum Meer geht oder so. Im Hintergrund halt Stadt, oben. Hier, da ist halt die Stadt. In der Mitte steht Hodi. Zu dem neuen. Den werde ich euch auch gleich zeigen. Aber die mische ich mir jetzt noch nicht an. Das wollte ich dann im Stream machen, demnächst. Also Mittwoch oder so. Also wenn das Video kommt, dann ist der Stream schon gewesen. Dann werde ich versuchen, vielleicht mal aus dem Stream dann einen Short draus zu machen. Und werde euch den Short dann hier irgendwie in die Infobox verlinken. Ich weiß nicht, ob man Shorts verlinken kann. Ich habe mich mit den Shorts-Dingern da noch nicht so wirklich beschäftigt bei YouTube. Dass ihr wisst, wie es schmeckt oder halt das erste Probe. Ja, das passt dann eigentlich ganz gut als Short. So, das haben wir mit bei. Dann haben wir einen Shaker. Den kann ich euch gleich zeigen. Aber erstmal hier das. Dann haben wir das. Warte. So. Holy. So wie das Strandtuch. Ist aber ganz schön leicht. Ich hätte gedacht, das ist schwerer. So. Ach,
Mann, ey, ich hasse das. Die Dinger wollen nie so raus, wie ich das will. So. Ach, das ist Plastik, ist gar kein Glas. Ist ja geil. Das ist ja noch viel geiler. Ach, da ist so ein Henkel dran. Das ist ja cool. Ihr kennt ja diese Glasbecher mit. Wartet mal. Ich mach mal sicherheitshalber, weil ich habe, glaube ich. Ich sehe das immer auf dem Bildschirm so schlecht, ob er jetzt Fokus hat oder nicht. So. Na, kennt ihr ja diese Glasflaschen? Na, hier steht Holy halt drauf. Wartet. Ach nee, das Krokodil ist auch drauf. Da steht Holy Energy. Wartet. So. So, Holy Energy. Ja, und das ist Plastik. Das ist ja noch viel geiler. Ich habe gedacht, das ist Glas, aber es ist Plastik. Und ein Plastedeckel. Da braucht man keine Angst haben. Hier unten ist so verdickt, dass das halt nicht abhanden kommt. Ein lila Strohhalm. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das Fassungsvolumen ist. Ja, dass auch keine Bienen oder irgendwas reinfliegen können. Steht es irgendwo vielleicht, wie viel Fassungsvolumen das hat? Nee, steht nirgendwo. Ist auch kein Zettel mit bei. Aber da es zu dem Energy ist, denke ich mal, hoffe ich mal, ja, die Größe kommt in etwa hin. Ja, wie die Flasche. Ja, ein bisschen drunter, aber es ist auch ein bisschen dicker. Also es könnte knapp werden, aber ich glaube, 500 Milliliter müssten da reinpassen. Werden wir testen. So, dann, ach, das sieht ja auch cool aus. Mit rosa. Wartet auf der Webseite auch rosa? Ich glaube, da war ein anderes, aber ein schwarzer Deckel mit bei. Also da haben sie es wie auf der Webseite gesagt. Also wie auf der Webseite abgebildet und mit einem weißen Deckel. Also da muss ich aber ehrlich sagen, da hätte ich es mehr gefeiert, wenn der Deckel, weil wenn man den Energy mischen, wenn es wirklich so ist wie auf der Webseite, ist der giftgrün. Da hätte ich es gefeiert, wenn der Deckel so nicht ein giftgrün, sondern ein Ticken dunkler, aber halt nicht so dunkel wie der Krokodil. Ja, zeig euch das nochmal kurz. Also nicht so dunkel wie das Krokodil, aber ein Tick dunkler, also wie das Giftgrün. Also so, dass eher so wie Apfel, wie der grüne Apfel rüberkommt, vielleicht ein bisschen mehr, weil das ist richtig Neongrün, so, aber kommt an den grünen Apfel ran. Und so halt für den Deckel. Und dann also für den großen Deckel. Und für den kleinen Deckel, der ist hier leider auch weiß. Finde ich schade. Also früher war ein bisschen mehr farbig. Den hätte ich braun gemacht. Weil dann hast du den grünen Apfel, den Deckel grün und das im Braun wegen dem Apfel, wegen dem Apfelstiel. Ja? Das hätte ich mehr gefeiert. Aber naja, man kann nicht alles haben. Und jetzt haben wir hier den Apple Alligator. Wartet mal kurz. War meine Mutter wegen ihrem neuen Handy, das habe ich ihr eingerichtet oder war am Einrichten, aber wir mussten dann los. Jetzt läuft halt noch weiter das Kopieren von alt auf neu. So, ich habe jetzt mal geguckt, doch, das ist wirklich rosa mit dem Krokodil. Ja, so sieht das dann halt aus. Giftgrün. Nee. Apple Alligator. Jetzt ruft meine Mutter wahrscheinlich schon wieder an. So, bin wieder da. Aber man riecht nichts von außen. Aber richtig schöner grüner Apfel. Apfeldeal. Apfel Alligator ist ein Apfeldeal. Oh, ich bin so neugierig, ich bin so heiß drauf. So, und dann haben wir hier. Ach so, nee, die Eiswürfel haben wir ja auch noch. Die Eiswürfel sind auch noch mit bei. Also das habe ich alles gratis gekriegt. Also
Also praktisch, den Becher, die Eiswürfel und das Handtuch. Ja, also ab 33 Euro gab es den Becher. Ab 66 Euro gab es die Eiswürfel, wo auch Holi draufsteht. Also sieht da vielleicht so schlecht. Also Eiswürfel in Holi-Form. Ab 99 gab es halt das Handtuch noch dazu. So. Und jetzt zeige ich euch. Also ich habe diesmal leider, konnte ich jetzt nicht so, wie ich eigentlich wollte. Also ich habe schon genug ausgegeben, aber eigentlich, weil ich habe jetzt eigentlich nur den Energy und halt die dreimal Eistee bestellt. Ich hätte auch gerne nur zweimal von dem gleichen bestellt, wenn halt die anderen Sorten da gewesen wären. Aber Himbeere Vanille war. Warte, ich muss nochmal nachgucken, nicht, dass ich hier was Falsches sage. Eistee. So, also. Raspberry X Vanille. Das ist dieses hier. Das ist leider ausverkauft. Das hätte ich gerne mitbestellt. Und das ist auch ausverkauft. Mango X Passionsfrucht. Black Tea. Den hätte ich auch gerne mal getestet. Aber war auch nicht da. Und die anderen Sorten habe ich jetzt eigentlich alle getestet. Außer Limette. Limette X Matcha X Mint. Ich weiß nicht, da habe ich mich ehrlich, grüne Tee klingt gut, aber halt Limette, Matcha, Mint. Also Limette und Mint, oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, also da habe ich mich jetzt noch nicht so rangetraut. Ich hoffe, dass es da irgendwann mal eine Probepackung gibt, weil ich habe auch keinen Bock, das zu kaufen und dann trinke ich es nicht. Weil ich hatte damals diese Sirups, kennt ihr ja auch noch, von Vital Body, was ich mir mal bestellt hatte, um im Wasser drin zu machen, um mir Geschmack zu machen. Kann ich euch auch nochmal verlinken in die Infobox und ein Video vielleicht oben, wenn ich es finde. Da hat mir auch einige geschmeckt, auch grüner Tee hat mir geschmeckt, aber Limette hat so ein bisschen nach Klostein geschmeckt. Und da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig und dann hatte ich nochmal irgendwas anderes mit Limette. Das war auch nicht so meins. Da bin ich jetzt mit Limette so ein bisschen vorsichtig geworden. Ja, also ich habe dann, wenn ich jetzt das Mango-Passionsfrucht dann auch probiert habe, habe ich so die Sorten eigentlich alle durch, außer halt Limette, wo ich mir noch nicht rantraue. Ja, dann kann ich da auch mal ein Video machen, was mir davon am besten schmeckt und was mir gar nicht schmeckt und so lala und hast nicht gesehen. Ja. Und jetzt habe ich mir halt, wisst ihr ja, wenn ihr meinen Stream guckt, zweimal Apfel, dritte Mal Apfel. Also ich habe dreimal Apfel bestellt. Das ist also das All Day. Und ich habe mich beim letzten Video versprochen, hier steht es auch irgendwo drauf. Ne, hier steht es nicht drauf. Auf der Webseite steht es, dass es für, im Gegensatz zu Eistee, ja genau, hier, eine so eine Tüte ist für 35 Portionen und Energy war, glaube ich, für 40, wenn ich mich recht erinnere. So, Energy ist für 50 Portionen. Also 35, 50 Portionen. 35, 50. Ja, also, und das, also ehrlich gesagt, ich mache also wir haben so einen Apfelbeutel, den haben wir in einer Woche gekillt. Locker. Locker. Aber da haben wir dann auch fast nur Apfel getrunken. Ja, also das ist in einer Woche weg. Kostet mich dann 27 Euro für eine Woche. Aber wenigstens ist das Geschmack und das ist kein Süßstoff drin, kein Zucker drin, nix. Und es schmeckt wirklich richtig schön. Richtig schön. Man hat einen richtig schönen Apfelgeschmack, der richtig schön ausgewogen ist. Also es schmeckt nicht so ausgelutschter Apfel oder so. Es schmeckt wirklich wie ein schöner grüner Apfel mit, also Eistee halt, teemäßig. Also nicht so wie jetzt Apfelsaft oder so, was richtig, sondern richtig schön. Man hat halt diesen Apfelgeschmack, aber halt nicht zu viel und auch nicht zu wenig.
Deswegen schmeckt mir das halt sehr gut. Und der Kleen schmeckt das auch gut. Und das ist vor allen Dingen grüner Tee. Den kann die Kleine trinken. Und ein paar von den anderen Sorten, Blaubeere was, glaube ich, ist ja mit schwarzem Tee. Das kriegt sie nicht. So. Erstmal wieder zumachen hier. Muss ich dann gleich wegräumen. So. Muss nämlich aufpassen, nicht, dass der Kater hier wieder alles anmampft. Weil es sind ja Tüten. Der ist da so ein bisschen tütenversessen. So, das soll es auch dazu erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte eigentlich einmal Apfel bestellen, weil eigentlich soll ja diesen Monat wieder Nachschub kommen. Einmal Apfel, einmal Raspberry Vanille und einmal mit Mango und Passionsfrucht wollte ich bestellen. Dann Apfel natürlich. Und ich hätte gerne die Giga-Bottle da bestellt, die rosane. Um das halt 2 Liter Eistee oder so anzumischen. Energy mache ich lieber frisch, aber halt und halt auch keine 2 Liter, weil dann würde ich es auch trinken. Aber ich brauche keine 2 Liter Energy am Tag. Aber halt 2 Liter für Eistee, super. Habe ich ja jetzt so eine Billigflasche geholt für 9 Euro. Da mache ich 2 Liter drin, also eine komplette Flasche. Dann nehme ich ein 500 Milliliter Dings und mische mir den Rest, also mache da auch noch die Hälfte von drin und dann auf der Hälfte schüttel ich das ordentlich im Shaker durch oder mittlerweile einfach in eine Flasche drin. Komplette Flasche, 3 Löffel oder ich nehme dann halt von einer 1,5 Liter Flasche nochmal 500 Milliliter und mache die dann halt mal voll. Ist immer unterschiedlich, aber in der Regel halt so. Einfach Flasche rin, 3 Löffel, shaken, rin in den Kühlschrank, fertig. Und die Öffnung ist groß genug, dass auch schön Eiswürfel rin passen. Ja, da ist man dann auf der sicheren Seite. So, nichtsdestotrotz soll es das gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde demnächst testen, dann werdet ihr irgendwo in der Infobox, werdet ihr den Short finden oder ich werde ihn euch unten in der Videobeschreibung vielleicht verlinken. Ich muss erst mal gucken, wie das geht. Ich habe mich mit dem Shorts echt noch nicht beschäftigt. Oder ich mache ein separates Video dann nochmal dazu, wenn ich Apfel getestet habe, dass ihr da wisst, wie es schmeckt oder wie es mir schmeckt. Weil bis jetzt ist ja mein absoluter Favorit bei Energy, da kann ich ja so schon verraten, Shark. Der Shark. Ja? Und danach kommt die Cobra. Das sind so meine Favoriten, aber Shark steht an erster Stelle. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit dem Krokodil ist. Piranha habe ich noch nicht probiert. Gecko habe ich noch nicht probiert. Wartet mal, ich muss mal hier nochmal gucken. Also, den Bären habe ich probiert. Lemon Lizard habe ich noch nicht probiert. Also den Gecko halt. Das ist Zitrone und Gurke. Klingt schon nicht so lecker, muss ich sagen. Aber wer drauf steht, wie gesagt, jeder steht auf einem anderen Geschmack und das ist auch ganz gut so, dass es verschiedene gibt. Ja, auch hier der Shark hier, Erdbeermandarine. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, dass mir das schmeckt, aber das ist absolut der Hit. Absolut der Knaller. Und einige von euch weiß ich, dass es euch genauso geht. Panther habe ich probiert. Raptor habe ich probiert, Tiger habe ich probiert, Gorilla habe ich nicht probiert. Also bis jetzt, warte mal, zählen wir nochmal zusammen. Lemon ist 1. Dann Gorilla habe ich nicht probiert, ist 2. Löwe habe ich probiert. Piranha habe ich nicht probiert, sind 3. Kamel habe ich nicht probiert, sind 4. Kobra habe ich. Und den Frosch habe ich auch probiert. Ja, also sind 4, die ich bis jetzt noch nicht probiert habe. Mit Apfel 5, aber Apfel werde ich ja demnächst probieren. Fruit Frog ist Mango. Ne, den habe ich nicht probiert. Ich habe doch den anderen. Ne, dann habe ich 5 nicht probiert. Mango X Maracuja X Ananas. Und Piranha ist Granatapfel. Ja, da steht auch nur Granatapfel. Also das finde ich auch sehr interessant. Granatapfel hat mir auch mal sehr gut geschmeckt. Das wäre das nächste, was ich mir dann mal zur Probe mal holen würde. Ich hoffe, dass es wirklich dann mal Probepackungen davon gibt.
Obwohl hier, das Kamel gefällt mir auch. Kaktusfeige, das hat mir auch früher, habe ich da so ein paar Sirups gehabt, die sehr gut waren mit Kaktusfeige, die haben auch sehr gut geschmeckt. Und Gorilla ist grüne Weintraube. So, und der Gurke, Zitrone Gurke ist der Lizard. Ja, und dann halt jetzt neu halt saurer Apfel. Apple Alligator. Ja. Ich werde euch das alles auch unten drunter verlinken. Und dann mache ich jetzt wirklich einen Cut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.